Die Werke sind teilweise so schön, dass man sich die Uhr schon fast falsch rum ans Handgelenk schneiden könnte. Sehr coole Marke, mag ich auch sehr gerne. Wirklich hohe Expertise im eigenen, unterm eigenen Dach. Eine enorme Fertigungstiefe, ich glaube von 95%. Willkommen bei Montredo. Unser Thema heute, Underdogs der Uhrenbranche. Wir werden über ein paar Marken reden, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie verdient hätten oder die unter Umständen auch ein kleiner Geheimtipp sind. Wenn ihr auf der Suche nach der nächsten Uhr seid, schaut auf montredo.com vorbei. Vergesst nicht, euch die anderen Videos aus der Crown Guards Serie anzuschauen und unseren Kanal zu abonnieren. On that note, Paul, Underdogs. Ja. Was fällt dir da ein? Zwei Uhrenmarken, die ich heute gerne präsentieren würde als Underdogs. Die erste Uhrenmarke ist für mich wirklich hanseatisches Understatement. Hört auf den Namen Henschel. Henschel ist eine relativ junge Uhrenmanufaktur aus Hamburg, ins Leben gerufen durch Andreas Henschel, ich glaube Anfang der 90er Jahre. Und Henschel-Uhren sind wirklich zeitlos, sehr filigran gearbeitet, sehr exquisit. Und das ist einfach eine Uhrenmanufaktur, wo ich denke, dass viele, selbst Leute, die sich selber als Uhrenkenner oder Uhrenfreunde bezeichnen, auch noch nichts von dieser Uhrenmarke oder Manufaktur gehört haben. Und was mir an der Marke so gut gefällt, ist eigentlich, dass... Dazu muss ich mich zum Beispiel zählen. Ja. Also ich habe den Markennamen schon mal gehört, aber das wirklich Konzept dahinter und was für eine Wertschöpfung dahinter steckt, ja, war mir eigentlich überhaupt nicht klar, bis du mir davon erzählt hast. Also Henschel, wie gesagt, kommt aus Hamburg und Hamburg, beziehungsweise gerade die nordischen Länder, die haben ja auch eine sehr lange Tradition bezüglich Uhren für die Seefahrt etc. Und das ist auch so ein bisschen ein Aspekt, den sich Henschel auf die Fahne geschrieben hat. Das heißt, es kommen Materialien wie zum Beispiel Schiffsschraubenbronze zum Einsatz. Das ist ein spezielles Bronze, sage ich jetzt einfach mal, das nicht so korrosiv ist wie normales Bronze. Aber es werden auch andere Edelmetalle verarbeitet, wie zum Beispiel Platin, aber auch Edelstahluhren. Und ja, also die Uhr, die mir jetzt vorschwebt, heißt H1, ein Chronometer, auch wenn es eine deutsche Uhr ist. Also wirklich ein ganz klassisches Ziffernblatt-Layout mit einer Eisenbahnminuterie, mit einer kleinen Sekunde, mit Blattzeigern. Also wenn man sich die Website von Henschel mal anschaut, wie ich finde, wirklich durch die Bank weg, äußerst attraktive Uhren. In-house muss man dazu sagen, jetzt vor kurzem ist auch das Werk 1, also ein vollständig im eigenen Haus produziertes und entworfenes Werk lanciert worden. Also wirklich durch die Bank weg sehr hohe uhrmacherische Kunst. Und das Ganze zu einem wirklich fairen Preis, weil die sind in der Riege von, ich sag mal, 5.000 bis 9.000, 10.000 Euro. Also wir sprechen von Rolex-Preisen, sage ich jetzt einfach mal. Man bekommt aber eine Uhr, die wirklich von Anfang bis zum Ende handmade ist. Und deswegen gefällt mir Henschel wirklich gut. Ja. Was wäre für dich ein potenzieller Underdog? Wir bleiben beim Buchstaben H und da würde ich einfach mal die Marke Hanhard ins Rennen schmeißen. Der Name Hanhard ist wahrscheinlich den meisten Uhrenfreunden irgendwo geläufig bekannt, hat man schon mal gesehen. Denke ich auch. Tatsächlich finde ich aber, dass die Marke so in den gängigen Uhrenmedien also ein bisschen untervertreten ist. Man liest selten mal auf den gängigen Foren von einer Vorstellung der neuen Hanhard oder einer Weavy oder dergleichen. Dabei hat die Marke ein relativ großes Katalog, einen relativ großen Katalog mit verschiedenen Modellen. Ist ja vor allem bekannt für seine Chronographen. Mit dem roten Drücker, ne? Genau, die auch die entsprechend lange Historie haben, auch militärische Historie haben, ne, als bei Luftwaffe verwendet wurden. Hanhard-Chronographen, auch im günstigeren, also im Einstiegsbereich, ne, die Uhren kosten so um die 1.900, 1.950 Euro so für die Chronographen. Man kriegt sie natürlich auch mit entsprechenden Abschlägen. Und wie ich finde, eine Uhr, die eine entsprechende Historie hat, die sie auch nutzt, eine Marke mit einem sehr breiten Portfolio, viele verschiedene Uhren anbietet, auch Uhren verschiedenster Couleur, verschiedenster Art. Und vor allem auch Chronographen, aber halt auch nicht ganz normale Dreizeigeruhren, meinte ich jetzt damit. Also sehr vielseitig. Eine Uhrenmarke, die halt auch auf wirklich Jahrzehnte von Expertise zurückschaut. Und gerade wo zum Beispiel in den letzten Jahren alles, was mit dem Schauspieler Steve McQueen Ja, stimmt. Tatsache, jetzt wo du sagst, so Rubel gemacht hat.
Gerade was dann zum Beispiel was dann die Monaco angeht, ne, die er eigentlich nur am Filmset getragen hat, privat ja größtenteils Submariner-Träger, war unter anderem auch Träger und Besitzer eines Hanhard-Chronographen. Ich glaube sogar an so einem Bundstrap hat er den getragen, was ja jetzt Max, nicht so mein Fall ja, ist. stimmt. Aber man hat im Prinzip auch ein Ja, gutes schöne. Celebrity-Endorsement, wenn man es so sieht. Kommt aus dem Schwarzwald, ne? Genau, Hanhard, ist auch eine ja. deutsche Marke. Echt cool, Und ja, mein finde ich auch. Underdog Nummer 1 in unserem heutigen Video ist Hanhard. Ja, würde ich so unterschreiben. Guter Pick auf jeden Fall. Meine zweite und auch letzte Marke ist auch eine deutsche Marke. Kommt aus Glashütte und ich glaube, die Glashütter Uhrenmanufakturen dürften bekannt sein. Allerdings, also die Marke ist Glashütte Original, um es mal vorwegzunehmen. Und weil ich die Marke nenne, ist, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass, wenn man über Uhren aus Glashütte redet, es zwei Lager gibt. Also natürlich die wirklich High-End Horology, also A. Lange & Söhne. Oder halt die Entry-Level-Watches, also dann wären da zum Beispiel Mühle. Mühle oder Normos natürlich. Aber im Mittelfeld, das tut sich auch extrem schwer und ich finde, Der Tutima auch zu oder nennen zum Tutima richtig Beispiel, genau. ja. Glashütte Original, im kollektiven Bewusstsein oftmals so ein bisschen der kleine Bruder von Lange & Söhne. Was finde ich aber eigentlich überhaupt nicht der Marke gerecht wird. Also die haben wirklich, wirklich hohe Expertise unterm eigenen Dach. Eine enorme Fertigungstiefe, ich glaube von 95%. Die machen die eigenen Zifferblätter im eigenen Haus und auch wahnsinnig komplizierte Uhren mit fliegendem Tourbillon, mit ewigem Kalender und Zeitzonenmechanismus. Also wirklich anspruchsvollste Uhrmacherkunst und das Ganze zu einem Bruchteil des Geldes, was man bei Lange & Söhne auf den Tisch legen musste. Und zum Beispiel ich persönlich bin jetzt Fan der Senator-Linie, also sehr klassisch mit 40 Millimetern, vielleicht einen Tacken groß, aber sehr klassische, exquisit gearbeitete, schöne Uhren aus Glashütte. Und finde ich, dass die medial nicht immer die Aufmerksamkeit bekommen, die vielleicht der Marke zusteht. Ja, also das wäre jetzt mein zweiter Pick, Ja, Glashütte Glashütte Original. Original, guter Pick. Habe gerade erst gelesen, dass sich wohl A. Lange und Glashütte Original sogar einen Parkplatz teilen sollen. Ach so, echt? Ja, also Okay. ich ist natürlich jetzt, Sind kann ich jetzt die nicht, Nachbarn ja, in also Glashütte? genau. Es war ja früher alles die VEB Glashütte, ne, Glashütter damals Uhrenbetriebe, noch genau. zu DDR-Zeiten. Hat quasi alles zusammengehört und ja Ja. erst nach der Wende sich wieder in Das ist auch mehrere Firmen aufgespaltet. ein interessanter Punkt. Glashütte Original wurde dann ja zur Jahrtausenderwende in die Swatch Group eingegliedert. Genau. Lange und Söhne ist ja zum Richemont-Konzern zugehörig. Genau. Und mit dieser Übernahme von der Swatch Group kam ja auch mehr Kapital, also internationale Expansion mit Boutiquen. Aber nach wie vor, finde ich, fehlt irgendwie so ein bisschen ja, diese Präsenz irgendwie der Marke. Ja. Ja, das war nur noch ein Punkt, der mir gerade einfiel. Ja. Dein zweiter Dann Pick? kommt mein zweiter und auch der letzte Pick in diesem Video. Und wir haben uns ja jetzt viel mit unseren schönen teutonischen Uhren befasst. Mhm. Da dachte ich, wird es vielleicht doch Zeit, wieder zurück ins Mutterland zu kommen und eine Uhr aus der wunderschönen oder eine Uhrenmarke aus der wunderschönen Schweiz zu nennen. Auch eine, ja, wir haben jetzt die Historie der anderen Marken ja auch ein bisschen beleuchtet, dann ist Ja. es in der Kombination wahrscheinlich die jüngste Uhrenmarke. Dennoch eine mit ganz überraschend viel Perspektive und mit einer unfassbar tiefen Fertigungstiefe. Und zwar Parmigiani Fleurier. Ja, sehr Es coole ist, Marke, mag ich auch sehr gerne, ja. der Name ist ja auch bekannt. Würde mich jetzt, also die meisten Leute, die sich mit Uhren beschäftigen, kennen auch den Namen. Mit dem Line-up an sich sind aber wenige Leute vertraut. Das stimmt. Parmigiani Fleurier von dem Herrn Parmigiani. Ich glaube, in den 90ern gegründet, also wirklich noch eine Sehr junge jung. Marke, ist eine Uhrenmanufaktur aus der Schweiz, die zwar einen italienisch klingenden Namen hat, aber tatsächlich vollkommen selbstständig in der Schweiz fertigt und sich einerseits dadurch auszeichnet, dass da viele Teile auch, dass teilweise einzelne Werkskomponenten für andere Manufakturen produziert. Und gleichzeitig aber auch, was die eigenen Kaliber für die Uhren angeht, wirklich jedes kleinste Teil selber fertigt. Also da habe ich vor Stimmt. kurzem gehört, dass sogar jetzt die Schrauben, die Wahnsinn. verwendet werden, Ja. inzwischen in-house hergestellt werden.
Ich denke, das Problem von Parmigiani Floyer war natürlich, sich auf diesem, als so junge Marke, sich in so einem traditionsreichen und auch anspruchsvollen Markt wie der hohen Uhrmacherkunst zu etablieren. Ich finde, die Marke hat es aber ganz gut gemacht, bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient hätte, was vielleicht daran auch liegt, dass die Designs, gerade so die Perching-Linie, die es da mal gab und so, vielleicht nicht unbedingt immer 100% den Zahn der Zeit oder Gebe ich dir recht, die ja. Sammler trifft, aber einige Modelle, gerade Also aus der die Tonda-Linie, ne, die Tonda-Linie, Tonda die 1950, diese gefällt mir auch klassische Dresswatch, gefällt mir auch am besten, die ja. finde ich wirklich klasse. Dann gibt es auch noch Vor allem ein paar andere Modelle, ein paar schöne der Chronographen. Mikrorotor Ja, gefällt mir also wenn richtig man sich gut. wirklich mal die Close-Ups anschaut von den Werken, die da gebaut werden, ist wirklich Wahnsinn. Also die Uhren, die Werke sind teilweise so schön, dass man sich die Uhr schon fast falsch rum ans Handgelenk schneiden könnte. Also ich bin wirklich großer Fan, schaue mir die Werke gerne an, Close-Ups. Ich finde es eine tolle Marke. Und dadurch, dass halt die Nachfrage auch ein bisschen geringer ist, bekommt man die Uhren teilweise mit wirklich sehr, sehr hohen Abschlägen. Also da reden wir teilweise wirklich von, ja, 40%, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 40%. Also da kann man echt Uhrmacherkunst auf dem höchsten Level für vergleichsweise schmales Geld Ja, richtig. Die bekommen. Tonda 1950, ich glaube, die liegt, hat eine UVP von, lass mich lügen, 9.000, 10.000 €. Genau, wie du richtig sagtest, gebraucht oder beziehungsweise dann auf dem Graumarkt. Ja, 6, 7. Ja, Also Rolex-Preise, sage ich mal, ist natürlich aber. jetzt, sage ich mal, als Kunde, wenn man sich dann ansieht, dass der Werterhalt nicht so prickelnd ist, kann das natürlich erstmal abschrecken. Aber wenn man natürlich überlegt, dass man eine Uhr kauft und sie sein Leben lang haben möchte, dann kann einem das ja eigentlich egal sein. Beziehungsweise, wenn man dann tatsächlich auf dem Zweitmarkt oder gebraucht nach der Uhr sucht, kann man natürlich dann ein tolles Schnäppchen machen, ne? Wenn du eine junge Gebrauchte hast, vielleicht nur mit einem Vorbesitzer und du sparst da unter anderem so vielleicht ein paar tausend Euro und hast aber eine Absolut. Uhr, die sich mit Uhren, die das zwei-, dreifache kosten, technisch Ja. und von der Verarbeitungsqualität messen kann, dann glaube ich, ist das toll. Ich würde es natürlich der Marke wünschen, dass die Nachfrage Ja, ein bisschen steigt definitiv auch großer Fan, und ja. man dann vielleicht doch nicht mehr mit ganz so vielen Abschlägen handeln muss. Aber Parmigiani Floyer, wirklich für mich eine meiner Lieblingsmarken. Ich freue mich immer, wenn man da, wenn es mal was Neues gibt, ein neues Ja. Modell lanciert wird. Haben wir übrigens auch ein Meet the Manufacturer, also könnt ihr euch mal bei uns auf dem YouTube-Channel anschauen. Genau, da war Sehr cooles Montredo in der Video, ja. Manufaktur, hat sich da die Fertigung angeguckt. Von daher wissen wir das im Prinzip aus erster Hand, Ja. First-Hand Experience, Ja, dass die wirklich eine würde beeindruckende absolut. Expertise haben. Genau. Was meint ihr? Habt ihr auch eine Underdog-Uhrenmarke, wo ihr denkt, ey, das ist echt eine coole Marke, aber ihr kriegt irgendwie nicht die mediale Aufmerksamkeit, die der Marke eigentlich zusteht? Dann Lasst es uns in den Kommentaren wissen. genau. Besucht uns auf montredo.com. Ich bin Paul, das ist Paul, wir sind die Crown Guards und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht's Macht's gut. gut. Ciao. It's started. But I think the intro is nice. I like this one, I like the one before. All good. Yeah, we're all good. Just Yeah. don't, yeah. Okay. It's always hard, I feel, to make the second episode. The first one always goes wrong. But yeah, we can do it, let's go. You want a beer?